Ich kam also rein zu einem sehr netten Herrn, der hinter mir saß. Er hieß Körner und es war der Bruder des Präsidenten der Reichstheaterkammer. Das wusste ich damals nicht. Und er hatte das Schreiben von meiner Mutter, das ich ja nie gesehen hatte. Und er sagte zu mir, ja, Fräulein Meise, nun wollen wir mal über Ihren Fall reden. Und ich möchte jetzt sehr knapp und klar sein, weil ich glaube, dass viele Dinge sich in der Erinnerung doch verschieben, wissen Sie? Ich möchte also keine Märchen erzählen und möchte auch nicht das etwas ausschmücken. Es war einfach so, wie ich es sage damals. Es war ganz kurz, es war knapp und unendlich freundlich. Ein gebildeter, feinfühliger, sensibler Mensch. Der sagte also, Frau Meisel, wollen wir mal über Ihren Fall sprechen? Das sehe ganz gut aus. Ihre Mutter hat mir ja alles geschildert. Nur, wenn Ihr Vater gefallen wäre im Kriege, dann könnte ich Sie jetzt sofort erlauben. Und denken Sie mal, wenn ich heute dran denke, dann kommen mir manchmal beim Erzählen oder wenn wir darüber sprechen, sehr selten, aufs Gewesene gibt der Jude nichts, vorbei ist vorbei, dann kommen mir heute manchmal die Tränen. Damals ist mir überhaupt keine Träne gekommen. Ich habe diesem Mann gegenüber gesessen und habe ihn angeguckt und habe wirklich gesagt, ich glaube mit einem Lachen, ich weiß es nicht. Aber wie ich mich kenne, werde ich wohl ein ganz klein bisschen gelächelt haben und werde gesagt haben, also gesagt habe ich jedenfalls, das weiß ich genau. Ach, wissen Sie, da sind wir eigentlich ganz glücklich, dass er nicht gefallen ist. Und darauf geschah etwas Ungeheures und ich muss es zur Ehre dieses Mannes immer wieder sagen. Dieser Mann stand auf, war totenblass und sagte, um Gottes Willen, das wollte ich nicht gesagt haben. Das ist ja schrecklich. Bitte warten Sie einen Augenblick. Und er verschwand aus dem Zimmer und ich guckte ihm nach. Ich weiß noch, hinter mir war die Tür. War schattisch, da saß er, hinter waren die Fenster. Ich könnte dieses Zimmer heute noch malen, wenn ich malen könnte. Und er kam ungefähr nach 10 Minuten wieder. Ich saß völlig einsam in diesem Zimmer, artig und wartete. Und er sagte, bitte kommen Sie einen Augenblick mit. Und wir gingen eine Treppe tiefer, oder zwei, kann ich Ihnen nicht mehr sagen. Jedenfalls gingen wir tiefer und kamen in ein fabelhaftes Büro. Und er sagte, mein Bruder, es war der Präsident der Reichstheaterkammer, Herr Körner. Und er sagte, das hier ist Inge Meisel. Und Körner sagte, die kenne ich. Der hatte mich in Leipzig und in Berlin gesehen. Und sagte, mein Bruder hat mir das erzählt. Ich muss Ihnen sagen, wir haben alles eben durchgegangen. Ich kann Sie einfach nicht erlauben. Ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht. Aber es tut mir unendlich leid. Geben Sie jedenfalls noch mal alles an, wo Sie in nächster Zeit sind. Ich versuche noch mal etwas. Dann war ich entlassen. Ich ging noch mal raus. Ich holte meine Tasche. Dieser Mann sagte immer wieder, nicht wahr, das vergessen wir, was ich gesagt habe. Er hat mir einen solchen Eindruck gemacht, dass ich, wie der Krieg vorbei war, gefragt habe, wo dieser Mann ist. Ich wollte eigentlich zu ihm hingehen, wollte ihm sagen, Sie waren ein richtiger Mensch damals. Er ist im Kriege dann gefallen. Ich glaube, der hat sich freiwillig gemeldet. Der war zu sensibel für diese Posten da. Und Herr Körner, der Präsident der Reichstheaterkammer, hatte es überlebt. Und ich bin damals dann rausgegangen und da war der eine Moment, wo ich wirklich runtergeguckt habe, dieses Treppenhaus runtergeguckt habe und gedacht habe, wenn man hier würde runterspringen, wäre doch eigentlich alles erledigt.